Lotto Thüringen Ladies Tour 2017. Das ist Anmut, das ist Weltklasse, das ist Spitzensport. Das ist einfach fantastisch. Es ist auf jeden Fall sehr ästhetisch und ist nicht so, dass nur schöne Frauen auf dem Fahrrad sitzen und ein bisschen durch die Gegend fahren, sondern es ist harter Sport. Hallo, herzlich willkommen hier in unserer schönen Stadt Gera. Spätestens seit Olaf Ludwig kennt jeder Gera und den Radsport. Gera ist Radsportstadt und deswegen auch wichtig der Start genau hier. Ich leite seit über 20 Jahren Etappenort im Frauenradsport und wir haben seitdem die Entwicklung des Frauenradsports sehr gut verfolgen können. Und ich wünsche dieser Sportart, dass sie sich weiterhin so gut entwickelt, wie das in den letzten 20 Jahren war. Jetzt geht's los! Internationale Frauenrundfahrt in Württemberg. Das passt einfach zusammen, weil wir Frauen lieben. Der einzige Etappenort mit einer Bergankunft. Wir werden die Leistungen als ganz großes Ding an, weil die Mädels, wenn man sie sieht, den Berg viermal klimmen mit einer Steigung von 60%. Hut ab, Mädels! Ein herzliches Willkommen hier in der Kulturhauptstadt Europas, hier in Weimar. Auch in Weimar gibt es ganz viele Radsportbegeisterte und für die ist es wirklich mal ein ganz tolles Ereignis, mal live zu sehen, welche Leistungen auch im Profiradsport, vor allem durch die Frauen, erbracht werden können. Und deswegen glaube ich auch, dass ganz, ganz viele hier an der Strecke sind und sich die Etappe anschauen werden. Wir sind hier in Schmölln, der meiner Meinung nach schönsten Stadt in Ostthüringen. Seit jeher Radsport begeistert und ja, wir freuen uns alle drauf, dass die Lotto Thüringen Ladies Tour am 16.07. hier nach Schmölln kommt. Guten Morgen, Herr Pilzscher. Was halten Sie denn vom Frauenradsport in Schmölln am 16.07.? Muss immer sein. Ja. Das gehört dazu. Lotto Thüringen schön. Ladies Tour. Schön, Tradition. Herzlich willkommen in Greiz, der Schloss- und Residenzstadt. Als Bürgermeister bin ich stolz, dass wir mit dieser Tour Profiradsport der Frauen in Greiz präsentieren können, weil Greiz eine lange Radsporttradition hat. Radsportbegeisterte, herzlich willkommen hier auf dem unteren Hauptmarkt zu Gotha, vor einem der schönsten Renaissance-Rathäuser Thürings. Frauenradsport bedeutet für mich eine ganz besondere Eleganz auf dem Fahrrad. Wenn die besten Frauen der Welt hier um das Gotha-Rathaus um die Plätze kämpfen, dann ist ein ganz besonderes Flair in Gotha. Und wissen Sie, wann es am schönsten ist? Am 18. Juli 2017. Dann ist Start und Ziel der Lotto Thüringen Ladies Tour hier in Gotha. Möge der Bessere gewinnen. Die Bessere, ja, der Radfahrer.